Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Sarah Farisch-Rims. Heute ist der zweite Tag der Aqua Expo, der Samstag. Ich bin gespannt, wann die Besucher hier eintrudeln. Das ist jetzt noch ganz früh morgens und ich möchte euch heute mitnehmen und ein paar Interviews führen, zu ein paar Ausstellern gehen. Ja, und ich hoffe, ihr bleibt dran. Viel Spaß mit dem Video. Ich bin jetzt am Stand von Korallen und Meer. Eine Korallenzucht, ganz nachhaltig. Hallo, ich freue mich, dass du Zeit hast für ein Interview. Ich freue mich auch. Ein bekanntes Gesicht auf meinem Kanal. Wir haben schon das eine oder andere Interview geführt. Ja, wie ergeht es dir hier so auf der Messe? Gut, sehr gut, sehr gut, schön. Kommt gut an. Mhm. Letztes Jahr das erste Mal da gewesen. Und heute zweite Mal. Und sind doch ein bisschen zufrieden. Also ich bin zufrieden. Ich bin dieses Jahr alleine da. Oder hier in Dortmund alleine. Mhm. Und normal ist die Saskia ja dabei, aber in Dortmund hoffe ich, dass ich alleine stemmen kann. Ja, das kriegst du bestimmt hin. Du bist doch ein Profi. Ja, erzähl doch mal, was hast du denn heute alles mitgebracht? Ja, wir haben unser Standardsortiment, was wir ja schon seit 10, 15, 20 Jahren züchten. Mhm. Nichts Neues großartig. Wie gesagt, wir sind eine Korallenzucht. Wir haben unseren Bestand mit 50, 60 Tieren circa. Es wird immer ein kleines bisschen variieren. Mhm. Und angefangen bei der Weichkoralle, zu der viele LPS-Korallen, viele Euphyllien, wir haben sogar noch SPS-Korallen dabei, die Pozzileporen, die haben wir noch dabei, aber ansonsten haben wir zu 99% oder 95% fast nur noch weiche LPS-Korallen, halt ein bisschen was nicht so empfindliches. Energiesparende Koralle sozusagen. Ja, dass die nicht so empfindlich sind, kann ich bestätigen, weil ich habe ja auch ein paar von diesen Korallen und die stehen nach wie vor top in meinem Becken. Ja, ja. Also kann ich nur empfehlen, kommt auf jeden Fall hier auf dem Stand mal vorbei oder ihr habt ja auch einen Online-Shop. Wir machen einen Online-Shop, korallenundmeer.de, genau. Da kann man dann aktuell, auch wenn man nicht schafft, hier vorbeizukommen, dann auch natürlich auch so bestellen. Genau, ne? Genau. Da haben wir dann noch die ein oder andere Sorte zusätzlich mit drin im Shop. Wir haben wirklich, ich glaube, so drei bis fünf Sorten, die gehen auf der Messe nie auf. Die machen wir jetzt schon, haben wir jetzt schon jahrelang mitgenommen. Eine bestimmte Sargophyton, die geht einfach hier nicht auf der Messe, weil wir zu viel drin rumfingern. Und die würden nach drei, vier Tagen aufgehen, aber nach drei Tagen bauen wir halt wieder ab. Ja, und dann bringt das nichts. Und wenn der Koralle nicht richtig aufgeht, dann nimmt sie dir eigentlich nur den Platz weg. Ne? Nee, das stimmt. Und deswegen. Bist du denn auch in Hamm dabei? Wir nächstes Jahr im April, ne? Genau. Ja, genau. Ja, im April ist sie schon, genau. Und dann mit Sicherheit. Also zu 99%. Dann werden wir uns auf jeden Fall wiedersehen. Ne? Sehr schön. Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und dann wünsche ich dir noch ganz viel Erfolg hier auf der Messe. Dankeschön, Dankeschön. Vielen Dank. Danke. Danke. Und jetzt sind wir hier am Stand von LED-Aquaristik. Die haben ja jede Menge verschiedene Lampen. Mit Wärmerückgewinnung, ohne Wärmerückgewinnung oder auch, wie ich jetzt gesehen habe, sogar ein Meerwasserspot. Hi. Hi. Hi, Dennis. Hallo. Ich freue mich, dass wir uns einmal persönlich kennenlernen. Ja. Was habt ihr so Neues? Ich habe schon gesehen, ihr habt ein Spotbeam für Meerwasser. Ja, genau. Mittlerweile gibt es den für drei verschiedene Habitate, für Seawater, Plantmix, so wie die hier zu sehen sind, dann auch noch für Malawi-Tanganika-Barsche, der nennt sich dann African Sun, ist ein bisschen bläulicher im Lichtspektrum. Genau, die sind relativ flexibel einzusetzen, entweder mit diesem Schwanenhals, wie man da sieht, oder halt eben auch im Lampengehäuse oder in unseren eigenen Abdeckungssystemen. Ja, die sehen auch sehr schick aus, muss ich sagen. Ich habe ja auch ein paar Lampen von euch für die Pflanzen bei mir im Fenster hängen. Ja. Ich bin da vollkommen zufrieden mit. Das Pflanzenwachstum ist wirklich super. Weil ihr habt ja verschiedene Dinge oder Bereiche, in die ihr geht. Also ich sage jetzt mal Meerwasser, Pflanzen, genau. Wachstum. Ne? Ja. Und habt ihr auch jetzt neue Riser? Also die kenne ich noch gar nicht. Genau, oder? Also der Sunriser 2 XL, das wäre jetzt unser Einsteigergerät, sage ich mal, der allerdings sehr viel Leistung mitbringt. Damit könnte ich also perfekt Zuchtregale etc. beleuchten. Ist halt ohne viel Schnickschnack, dimmt morgens hoch, abends runter.
wenn ich halt auch gewisse Sachen haben möchte, wie Mittagspausen oder verschiedene Beleuchtungszeiten und Szenarien pro Wochentag, kann ich dann mit dem Sunriser 10, den es demnächst geben wird, das dann auch realisieren. Ne? Ja, cool. Was ich bei euch auch interessant finde, ist immer, dass ihr so, also ich sag jetzt mal, umweltschonend seid, energiesparend. Ja, ne? Eco genau. Plus sehe ich da auch gerade. Ja. Und ja, auch sowas wie Wärmerückgewinnung. Genau, das ist hier so der Eyecatcher, wo jeder erstmal drauf zuläuft. Ne? Das ist halt eben Heizen mit Licht, also Wärmerückgewinnungssystem, wo ich halt eben das Aquarienwasser durch die LED-Leiste pumpen kann und hole da halt eben die ganze Heizenergie ins Wasser zurück, die mir sonst einfach im Aquarium im Deckel verpuffen würde. Somit kann ich also die Energie nutzen, um mein Aquarium zu heizen und B, die LED auf eine perfekte Temperatur runterzukühlen, dass da halt eben auch die Lebensdauer davon profitiert. Ne? Ja, ist total cool durchdacht, weil ich sehe das gerade, dass das Wasser ja wirklich da durchläuft. Genau. Das ist ganz witzig. Ja. Aber im Sommer könnte ich das theoretisch auch ausschalten? Genau, also die Lampe ist so konzipiert, dass das Ganze auch ohne der aktiven Wasserkühlung funktioniert. Ich kann das also problemlos im Sommer abschalten. Und dann ist das Aluminiumprofil so groß, massiv und an Masse, dass das die LEDs dann eben auch passiv ausreichend kühlt. Ja, cool. Auf jeden Fall sehr gut durchdachtes Konzept. Hast du noch was, was du gerne noch loswerden möchtest? Ja, was ich noch gerne zeigen würde, wären unsere neuen Abdeckungen, die wir da drüben haben. Ja, weil gerne. Da ist nämlich das Highlight, dass wir die mittlerweile auf Wunschmaß millimetergenau fertigen. Wie da oben zu lesen ist, bis auf 4 Meter Länge, 3 verschiedene Farben. Ich kann wählen zwischen einem Schiebedeckel und dem Klappdeckelsystem. Und ich denke, das ist eine relativ einzigartige Abdeckung momentan auf dem Markt, dass wir das also wirklich auch für Großbecken, sehr schick, also maximal für 4 mal 1,50 Meter Fläche fertigen können. Ne? Ja, sehr cool. Genau, ist alles ein schönes Kunststoff-Hochglanzprofil und lässt sich im Prinzip jede Beleuchtung, die wir anbieten, drin integrieren. Ja, ja, cool. Ja, ja, und wenn schön. Ihr schnell seid, gibt es noch 15% Messerabatt, nicht zu vergessen. Ja, sehr cool. Ansonsten habt ihr auch einen Online-Shop. Richtig. Da können genau. die Leute dann, wenn jemand jetzt keine Zeit hat, hier hinzukommen. Genau. Da findet ihr uns. Sehr gut. Ja, dann vielen Dank. Alles fürs klar, Interview, Sarah. Ne? Hat mich gefreut. Ja, mich auch. Wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ja, und viel Erfolg heute noch. Danke, danke. Und morgen. Ich bin jetzt hier am Stand von Reef Junkies. Hallo Sarah. Hi. Da lernen wir uns ja auch mal endlich kennen, ne? Ja, genau. Ja. Wir haben schon öfter über Instagram geschrieben. Genau. Und ich habe ja auch die GRL-Adapter-Ständer genau, von dir, ne? Die genau. jetzt ja endlich auch im Einsatz sind. Ja, sieht übrigens sehr gut aus, das neue Becken. Ja, danke. Ja, habe ich ja geschrieben. Ich habe es leider noch nicht geschafft, vorbeizukommen, aber holen wir alles nach. Ja, holen wir nach. Du wolltest dir auch unbedingt meinen kleinen Nano-Tank mal angucken. Genau, eigentlich... Aha, daher weht der Wind. Ja. Ein kleiner Fließer, der da reinpassen würde. Ja. Sehr interessant. Den hast du auch ganz neu entwickelt? Das machen wir mit einem Kollegen aus Amerika zusammen. ICLife.com heißt der Kollege. Und der hatte mir ein bisschen Ärger mit dem Zoll. Und ich durfte die Sachen von ihm hier, habe jetzt Europa den ganzen Vertrieb, die ganzen Sachen von ihm, das mache ich hier. Okay. Ja, genau. Und er sucht halt auch die Becken. Die Amis haben halt eben andere Becken wie wir, ne? Ja. Aber er passt bis jetzt fast überall rein. Aber Aquamedic habe ich leider noch nicht. Ja. Ne? Ja. Müsste aber passen. Ja, interessant. Ja, müssen wir dann mal ausprobieren. Ich komme mal vorbei und dann schauen wir mal. Ja, aber was hast du denn noch hier so am Stand zu bieten? Was habe ich noch am Stand? Mein Herzstück, meine Säge, mein Baby, ja. Ja. Lange gedauert, aber endlich ist sie da. Ne? Und dann habe ich noch die paar Sachen, die Schilder, die Ablegerdecks, so eine Linse für Fotos unter Wasser zu machen. Unter Wasser? Unter Wasser. Oh, das könnte für mich auch interessant sein. Du hast hier die Linsen von DD, von Orfec, die von White Corvettes Marine Direct, die passen hier rein, klippst das Ding aufs Handy und dann geht's runter. Ey, das ist ja cool. Ne? Dann geht's unter Wasser. Das kannst du da schöne Fotos mal, machen. Echt, du musst die Strömungspumpen nicht immer ausschalten. Ja, weil ich habe nämlich hier die... Den kleinen. Ja, genau, die klemme ich hinten, aber unter Wasser geht natürlich. Die neuen sind halt immer größer, weil du hast ja die Handys mit den 3 Linsen mittlerweile. Ne? Ja. Für den kleinen habe ich jetzt nichts mehr gemacht, weil die meisten haben echt nur noch die großen Linsen. Ja, ich habe auch so eine zu Hause, so eine große Linse. Und da kann ich das einfach vorne drauf stecken. Ja, genau. Du steckst das einfach hier drauf und dann...
Das ist natürlich eine coole, innovative Geschichte. Hätte gerade gesagt, für dann, Influencer. Ja, du hast halt eben nicht immer Bock, für ein Schaukel das in der Hand zu halten. Ne? Und deswegen hier halt zack, unter Wasser Bilder machen, Feierabend. Ja, cool. Ne? Ja. So ein Ding brauche ich, glaube ich. Und du hast auch noch echt schicke Pinzetten. Ja. Die hast du auch so entwickelt selber? Ja, entwickelt ist relativ, ne? Auch zugekauft. Ne? Zugekauft. Die sind zugekauft, ja. Ah, die sind auch echt schick so. Ja. Dann in dem Licht sind die so richtig schön neon. Es knallt, ne? Ja, knallt. Ja. Sieht gut aus, schick. Dann haben wir unseren Springschutz hier. Ja, ne? Auch nicht schlecht. Für jedes Becken und sonst halt eben Ablegerdecks für privat oder für die Händler halt, ne? Mhm. Wie auch immer. Für jeden was dabei, denke ich mal. Ne? Sehr cool. Und? Die Abdeckung für die Strömungspumpen. Das ist jetzt für die Jibau, SLW, MLW oder für die AI Nero gibt es die. Mhm. Dann habe ich die noch für die Ecotech MP10, MP40. Ne? Ach so, du das ist ganz, kann ich einfach... Genau, du machst den Originalkorb ab, steckst die drauf. Das ist ja auch witzig. Ne? Okay. Damit keine Anemonen mehr angesaugt werden oder bei den Jibaus gab es ja mal, dass die Fische bei den Neros hinten angesaugt werden, mhm, oder so. Da kommt das drüber, dann ist Ruhe. Praktisch. Ja, das ist so sehr die praktisch große Auswahl von uns. Ne? Ja, gute Ideen, ja, hast du. Dankeschön. Ja, dann vielen Dank fürs Interview. Ja, danke dir. Und ja, hat mich gefreut, dich mal kennenzulernen. Ja, mich ja auch. Und ja, wie gesagt, musst unbedingt mal vorbeikommen. Machen wir. Ne? Holen wir nach. Alles klar. Danke, ja, dir. So, ich habe mir den lieben Martin geschnappt. Hallo. Martin von Martins Fische. Genau, so. Ich freue mich, dich immer wieder zu treffen bei solchen Events. Ja, ich liebe auch, es. Ja, ja, auch wenn du selber jetzt Social Media mäßig nicht mehr so aktiv bist, macht das ja nichts. Trotzdem finde ich das immer schön, dass du dich auch so blicken lässt auf solchen. Ja, und das ist ja hier auch meine Hausmesse, ne? Ja, wo ich echt seit vielen, vielen Jahren jedes Jahr hinkomme. Mhm. Und die letzten Jahre dann halt viel zum Quatschen, mhm, und ja, Leute, genau, treffen. Und das ist einfach eine ganz schöne Gelegenheit hier. Ich wollte gerade sagen, immer wieder schön, so ein Austausch mit anderen Aquarianern. Ja, ne? Ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte dich fast nicht wiedererkannt. Du hast so abgenommen, Wahnsinn. Ja, das stimmt. Ich wünschte, ich könnte das sagen. Ja, und es geht mir sehr gut. Also, weil es so viel ist, werde ich öfter gefragt, ob ich krank bin oder so. Aber nein, überhaupt nicht. Alles gewünscht und gewollt. Und sehr gut. Tut sehr gut. Ja, ich habe schon gehört, dein Hund hält dich ja auch auf Trab. Ja, genau, der kleine Freddy. Ja, und was sagst du zur Messe? Eigentlich finde ich, wie immer, mhm, und das meine ich positiv, mhm, es ist alles verwinkelt und klein. Mhm. Wenn man als reiner Besucher kommt, ist man auch schnell durch. Mhm. Es ist sehr voll und eng. Das ist wahr. Also gerade jetzt so in Stoßzeiten, genau, so Mittagszeit ist tatsächlich, ja, richtig voll. Und ich mag aber einfach den Charme und das Flair von dieser Messe. Auf der Galopprennbahn, das ist halt irgendwie was Besonderes. Ne? Nicht so diese klassische, riesengroße, glatte, mhm, Messehalle, sondern alles ein bisschen verwinkelt und besonders. Das stimmt. Ja. Also so mit der Tribüne hier, ne? Ja. Man hat so einen coolen Ausblick von hier oben auch tatsächlich. Und ja, ich bin mal gespannt. Kommst du auch nach Hamm? Habe ich vor, ist aber glaube ich auch irgendwie noch an den Ferien dran zumindest. Oder ja, drin. Haben wir gerade gehört, dass das am Ende der Osterferien glaube ich. Genau, ist. Und da muss ich nochmal die Urlaubspläne geben, checken. Also wenn ich Zeit habe, komme ich sehr gerne, weil es mich natürlich auch interessiert, was dann aus der Messe wird. Ne? Weil das, ja, genau. Wie gesagt, da bin ich so meine gespannt. Hausmesse ist, wo ich auch ein bisschen dran hänge. Ich finde es ein bisschen schade, dass es nicht mehr hier weiter stattfindet. Aber ja, alles entwickelt sich weiter und vielleicht wird es ja richtig schön in Hamm. Ne? Also ich glaube, es soll vor allem viel, viel größer werden. Ja, genau. Viel, ja, mehr Aussteller noch. Ist ja riesig. Ich weiß nicht, ob du schon mal in der Messe, nee, warst. Ich war da auf der Botanica. Das ist, ja, gigantisch. Ja. Also ja, natürlich gar nicht vergleichbar. Nee, gar nicht. Ja. Nee, absolut nicht. Und da haben die Aussteller theoretisch auch die Chance, noch mehr zu zeigen. Ja. Und ja, man kann die Sachen ganz anders präsentieren auch. Ja. Muss aber die Aussteller natürlich auch bekommen. Ne? Ja, wirklich investieren und reingehen wieder. Wir lassen das auf uns zukommen. Genau, ich würde dich auch sagen. Schaue ich mir das auf jeden Fall an. Ja, und Meerwasser soll ja auch noch mehr, mhm, werden dann. Ich weiß ja nicht, du hast ja nie ein Meerwasser-Aquarium gehabt. Ja, so halb schon. Ne? Also doch? Mein Vater hatte eins und das habe, ah, ich viele Jahre gepflegt. Also so ein bisschen
habe ich da schon meine Erfahrungen mit. Und in meiner Schulzeit hatten wir eine Aquarienergie, wo wir ein 1800 Liter Meerwasser-Aquarium gefüllt haben. Ach so, krass. Ah, das hast du gar nicht erzählt. Wir haben uns vorhin schon mal über die AG unterhalten. Das ist genau. Natürlich auch eine Hausnummer. Also, ja, ich habe so meine Erfahrungen mit. Aber das ist natürlich schon so lange her, dass das auch wirklich so diese alte Herangehensweise an Meerwasser-Aquaristik ist. Ne? So mit Lebendgestein, Algenphasen abwarten und wie man das halt früher so gemacht hat. Und von der Meerwasser-Aquaristik, wie sie heute modern ist, habe ich gar keine Ahnung. Also ich gucke sowas tatsächlich auch ganz gerne mal und finde das auch schön. Habe, glaube ich, schon so ein bisschen verstanden, wie das Prinzip funktionieren könnte. Aber es packt mich nicht für mich, das zu Hause umzusetzen, weil ich doch zu sehr an der Süßwasser-Aquaristik hänge. Und auch immer noch das Gefühl habe, da habe ich noch lange nicht alles erreicht und gesehen und erlebt. Okay. Hast du denn in Zukunft da nochmal ein Projekt vor zu Hause jetzt? Also ob du das jetzt filmst oder nicht, aber ja. Du hast... Also die Aquaristik begleitet mich weiter. Ich habe das ein bisschen reduziert oder stark reduziert im Moment, weil mit Umzug und so weiter ein bisschen was ansteht. Aber geplant sind jetzt erstmal 3 Aquarien und dann wird es ein Flusslaufbecken, ein Biotop, da hängt ja mein Herz sehr dran, und ein so ein bisschen kindgerechtes Becken, wo wir mal gucken, was wir da so reinpacken, wahrscheinlich so in Richtung Gesellschaftsaquaristik. Dann. Ja, schön, hört sich gut an. Ja. Ansonsten so Zuchtprojekte sind da jetzt erstmal nicht geplant. Aber meine Aquaristik hatte immer so Phasen, ne? Also von mal nur ein Aquarium, dann mal 5, dann zuletzt halt sehr, sehr viele. Mit ja, vielen irgendwann artet das aus. Und genau, und dann wird das wieder ein bisschen reduziert. Aber ich habe wirklich mein ganzes Leben lang durchgehend immer Aquarien gehabt, seitdem ich 6 Jahre alt bin. Ja, ich glaube, einmal Aquarianer, immer Aquarianer. Ja, ne? Ja. Wobei man im klassischen Werdegang ja eigentlich immer hört, dass es so Jahre gab, wo man keine Aquarien hatte und so. Ne? Also sei es in der Jugend, weil an andere Sachen interessieren oder Berufsausbildung, wo es irgendwie nicht passt. Und das hatte ich nicht. Also ich hatte immer Aquarien durchgängig. Okay, immer durchgängig. Ja. Ja. Nur halt mal mehr, mal weniger. Ja, gut. Ich wünsche dir auf jeden Fall hier noch viel Spaß. Dankeschön. Und wäre schön, wenn wir uns dann in Hamm sehen. Wir werden es erleben. Wir werden uns auf jeden Fall irgendwo wiedersehen. Definitiv. Hat mich sehr gefreut. Mich auch. Vielen Dank, dass du Zeit für uns hattest. Dankeschön. So, hier haben wir den ENAC-Contest und hier ist schon bei der Arbeit der liebe Volker. Hi. Hallöchen. Hi. Hör mal, du bist ja hier wieder was ganz Kreatives am Zaubern. Ja. Das ist doch mal hier voll der Eyecatcher. Ja. Ja, ich bin heute in privater Vision unterwegs quasi. Heute habe ich mal frei und frön meinem Hobby, dem Aquascaping und... ja, und habe mal wieder Lust gehabt, einen Contest mitzumachen und deshalb mache ich heute auch am ENAC mit. Und mal gespannt, ich meine, es sind ja schon einige Leute da, insgesamt sind es glaube ich 15 Teilnehmer. Mhm. Da bin ich mal echt gespannt, was die Kollegen so noch auch mitgebracht haben. Ja. Da kann man ja immer neue Ideen, neue Inspirationen auch von den Kollegen sammeln. Mal gucken. Ja, also das steht schon, wie lange dann jetzt? Das habe ich jetzt 3,5 Monate. Okay, das heißt, sobald man sich anmelden kann, kann man das dann ja, zu Hause ja, du kriegst dann quasi, also du musst einen Vorentscheid machen, da schickst du ein Foto-Aquarium ein, also ein Aquarium, was du mal fotografiert hast, das schickst du ein, dann entscheidet eine Jury, ja, du kannst weitermachen und dann sind 15 Leute, die dann ins Finale kommen quasi und im Finale muss man dann das Aquarium live präsentieren und du kriegst dann quasi 3-4 Monate oder ja 3,5 Monate. Also ich habe das Aquarium bekommen und dann habe ich auch schon losgelegt. Cool. Das ist auf jeden Fall richtig schön geworden. Also die Details sind ja einfach cool. Die unterschiedlichen Pflanzenarten, die da so kombiniert sind auch. Ja, das ist auch mein Lieblingsmoos, das Physidens montanus. Gebi. Bitte? Das ist das Gebi. Das Gebi? Ja. Ja, und hier oben das. Ja, das ist Hemianthus. Also das müsstet ihr... echt mal fühlen, das ist wirklich wie so ein Kuschelkissen da oben. Ja. Und dass sich das auch so schön hält. Genau, und das hier ist die Emerseform. Und wenn man hier sieht, dass der Hemianthus ist dann die Submerseform. Das ist krass. Die haben ja schon Emers kleine Blätter, aber Submers dann nochmal viel kleiner. Genau, sieht man, dass die nochmal expandieren hier oben. Ne? Genau. Cool. Und das fährst du hier auch mit CO2? Ja, also so ein Aquarium ohne CO2 ist unmöglich, ja. Tagesdüngung, also ich habe das Aquarium täglich gedüngt, 2-mal die Woche ein Wasserwechsel, 25% und ich fahre es auch mit Säul, weil ansonsten kriegst du so einen schnellen Pflanzenwachstum auch nicht hin. Ja. Genau. Und lief alles glatt oder hat das auch mal Probleme? Nein, also das war nach
anderthalb Monaten habe ich Rotalgen, also Pinselalgenprobleme bekommen. Und eigentlich war das Aquarium kurz vorm Kippen. Meine Frau sagte, das kriege ich niemals mehr hin, aber ich habe es hinbekommen. Also ich habe dann viel Wasserwechsel mit dem Dünger gespielt und es hat dann tatsächlich, irgendwann hast du gemerkt, jetzt kommt der Punkt, wo es besser wird. Super. Und dann hat das auch funktioniert. Ja, gut, dass du dran geblieben bist. Hat sich gelohnt. Also, ja, absolut. Ergebnis ist schon auf jeden Fall richtig toll. Absolut. Ja, genau. Gut, dann will ich dich nicht länger aufhalten. Vielen Dank. Bitte gerne. Und ja, viel Erfolg. Dankeschön. Danke, ciao. Ciao. Ich bin jetzt am Stand von Philipp, beziehungsweise bist du heute bei shrimpkutter.de untergekommen. Meinem lieben Dennis. Ja, hallo. Ja, und wir legen direkt mal los, denn du wolltest uns zeigen, wenn du das Futter verfütterst, was hier gleich abgeht bei den Garnelchen. Ha? Genau, wir füttern einmal kurz die Carnisticks. Carnisticks, ein super proteinreiches Futter für Garnelen. Und das ist natürlich am besten zu zeigen live. Einfach um zu gucken, wie die Garnelen draufgehen. Und ich glaube, das ist sehr anschaulich hier bei den Amano-Garnelen. Werdet ihr sehen, jetzt innerhalb der nächsten paar Minuten wird sich da ein richtiges Garnelenknäuel bilden. Und das ist einfach wunderschön anzugucken. Ja. Und ich finde, so macht Füttern Spaß. Ja, auf jeden Fall. Ich bin ja nach wie vor ein Fan von deinem Futter. Freut mich, ne? Verfütter auch nur das. Ja. Die hier, da gehen die Garnelen auch alle immer drauf, wie verrückt. Super, ja. Ja. Was hast du denn heute noch so dabei? Genau, heute am Start natürlich, wie gewohnt, die Futtermittel stehen hier alle vorne. Außerdem haben wir das übliche Zubehör eben auch dabei, Futterrosettes, Futterschalen und so weiter. Eben die Hauptfuttermittel wie die Carnisticks findet ihr hier. Ja, aber auch Plantisticks und die ganze andere Futtermittelreihe ist eben alles hier vertreten. Heute mit einem besonderen Messepreis von 20%. Außerdem haben wir auch Garnelen hier vertreten. Sowohl Garnelen von Dennis, die Amano-Garnelen und die Schnecken, sowie auch Garnelen von mir. Neocarina-Garnelen, zum Beispiel Dark Green Jade, aber auch Orange-Eye-Tiere haben wir hier mit am Start. Oder auch einen schönen Farbmix, der quasi schöne bunte Farben auf einem Haufen haben will. Haben wir also quasi heute alles mit dabei. Außerdem haben wir auch die Produkte von Nils, also von Shrimp Hubble mit dabei. Also wer 3D-Drucksachen für sein Aquarium sucht, ist hier beim Dennis auch bestens aufgehoben. Cool, ist ja einiges, was ihr jetzt zu bieten habt. Und du hast ja auch Garnelen oben ausgestellt. Ich war ja gestern in der Jury. Und du hast ja auch Platz abgeräumt. Heute ist die Siegerehrung, ne? Da kommst du ja dann auch gleich hin. Siegerehrung, genau, 15 Uhr. Genau, also auch die Garnelen. Bin ich gespannt, wie das abläuft. Ja. Die Garnelen. Das erste Mal auch eine Platzierung. Überhaupt. Ja, cool. Ja, mega. Kann ich auch nur empfehlen, denn wir haben ja von dir die Red Sakura bekommen für meine Schule, für das Secretariat Aquarium. Ja. Und die Kids sind Feuer und Flamme, bildschöne Tiere, Feuer, Rot. Und die kommen in dem Aquarium sehr gut zur Geltung. Freut mich. Ja. Gut. Ja. Wie gesagt, gerne mal hier vorbeikommen oder aber auch im Online-Shop, wer jetzt hier nicht sein kann. Richtig, entweder im Online-Shop von Dennis oder natürlich auch sonst, wo man meine Sachen so kriegt, findet ihr auf jeden Fall. Und ja, ich freue mich, wenn ihr vorbeischaut. Auch gerne auf einen kurzen Schnack oder... Wenn ihr was wissen wollt, ich bin hier für euch da. Ja. Gut, dann vielen Dank, viel Erfolg noch und viel Spaß. Ne? Wir sehen uns. Ja. Schaut mal, wen ich hier gefunden habe. Servus. Ja, cool, dass du auch gekommen bist. Du bist das erste Mal hier, oder? Richtig. Ich habe es bisher noch nicht auf dem Schirm gehabt. Und ich muss sagen, ist kuschelig hier. Kuschelig heißt? Ja, viele Leute auf engem Raum. Aber es soll ja, was ich gehört habe, geändert werden. So ein anderer Ausstellungsort. Ja. Es soll nach Hamm umziehen. Nach Hamm. Das heißt, es wird nach Hamm umziehen. Okay. Ne? Also, dreifach ist so große Fläche, ne? Ja, das weiß ich jetzt nicht genau, aber auf jeden Fall viel, viel größer. Ich war schon mal da auf der Botanica in Hamm. Mhm. Das ist ein Riesengelände. Mhm. Also da ist dann viel mehr Platz auf jeden Fall. Cool. Bin ich mal gespannt, ob das auch alles schön ausgefüllt ist. Also hier ist es schon, ich sag jetzt mal, wirklich anstrengend, durch die Gänge zu kommen. Aber ist natürlich auch... Einiges an Süßwasser-Content, was natürlich jetzt nicht so mein Bereich ist, aber Meerwasser ist auch jetzt gut vertreten. Ich wollte gerade sagen, es ist ein bisschen ausgebaut, einige Stände mehr dieses Jahr als letztes Jahr schon. Ja, ATI Naios, AKA ist mit hinten im Bereich. Mhm. Ja, schön. Ja. Gefällt mir. Und hast du schon ein paar Korallen entdeckt? Ja. Die du gerne wahrscheinlich vielleicht mitnimmst? Weiß ich noch nicht. Unter Blau sieht immer alles so schön aus. Ne? Ja. Und deine Dinos hast du auch in den Griff bekommen? Die habe ich in den Griff gekriegt, ja. Ne? Da tatsächlich. Hast du, glaube ich, auch schon ein Video zu veröffentlicht, oder? Noch nicht richtig, aber ich werde es definitiv
so wie ich es gemacht habe, so wie es bei mir gelaufen ist, werde ich es dokumentieren und weitergeben. Was eine von vielen Varianten ist, weil Dinos sind nicht gleich Dinos. Das ist das Gleiche wie mit den Cyanos. Es gibt nicht den Weg, um alles wegzukriegen. Mhm. Es war einer. Du hast das Problem ja, glaube ich, auch gehabt. Ja, also wir kämpfen noch. Das heißt, ich bin mal gespannt. Vielleicht können wir ja aus deinem Video noch ein paar Hilfestellungen mitnehmen. Ja, die Hilfestellung, die ich gemacht habe, kann ich jetzt schon mal anteasern. Vollkommene Verdunklung. Das Becken für 2,5 Tage komplett vom Licht abgeschnitten. Versorgung für die Fische weiter, Versorgung für die Korallen weiter. Die entsprechenden Kalkhaushaltwerte im Auge behalten, weil dann wird ja nicht so viel umgesetzt. Und nach 2,5 Tagen habe ich das Ganze, also es waren 3 Dunkelphasen, die im Prinzip durchgelaufen sind. Ja, dann auf jeden Fall mal auch wieder bei Vipers Reef. Genau. Ne, letztes Mal habe ich Vipers Reef gesagt. Viper, Viper, Viper. Das kann man aussprechen. Beim Daniel vorbeischauen. Genau, bei mich. Und da gibt es dann die Updates dazu. Und natürlich auch bei mir zu meinem Becken dann. Ja. Dann wünsche ich dir noch ganz, ganz viel Spaß hier. Dito. Auf deiner ersten Aqua-Expo. Wir sehen uns aber bestimmt noch. Man läuft sich hier regelmäßig über den Weg. Das Gelände ist recht klein, von daher. Ja. Gut, danke. Ich danke auch. Bis dann. Ciao. So, ich bin jetzt hier mit dem lieben Steven, den ihr schon ganz oft auf meinem Kanal gesehen habt. Und ihr habt hier auch eine kleine süße Ausstellung. Ja, mit süßen Nanocubes. Ja, ja, die sind ganz kleine, Mini-Airs heißt diese Becken. Ne? Die sind nur 11 Liter oder 12 Liter, die sind ganz klein. Aber die sind auch, ist auch schön, ne, sowas zu einrichten, die sind nicht so schwierig, ne? Kann man sehr einfach zu pflegen und einrichten und so. Ja, wie seid ihr denn auf die Idee gekommen? Ist ja ganz witzig, 4 Stück und dann hier so Aqua Expo, ist ja witzig. Ja, also der Galaxy heißt der Organizer, er hat diese Contest organisiert mit mir zusammen. Mhm. Und wir sind 4 zusammen zu Aqua Damit. Und wie heißt der andere? Earth and Aqua? Ja, ja, wir haben die Aquascape gemacht, aber hauptsächlich hat Galaxy das organisiert. Und er müsste einfach Und wann habt ihr das beschlossen? Das heißt, wie lange hattet ihr jetzt Zeit, die aufzustellen sozusagen? Also wir haben 5 Stunden oder so. Also 5 wir Stunden. Haben, also hattet ihr vor Ort, habt ihr euch getroffen, oder? Also ja, also das Hardscape, fast alles haben wir innerhalb der 5 Stunden gescaped. Mhm. Das war ein bisschen zu kurz für mich. Ich habe ein bisschen länger gebraucht, für 6 Stunden oder ein bisschen mehr. Aber wir haben bei Wilhelmi vor Ort das live, war ein Live-Aquascape, haben wir da live gemacht. Ich habe auch ein paar Stories gesehen bei Instagram. Ah, okay, ja. Ich habe gedacht, dass ich würde nicht schaffen in 6 Stunden oder so. Aber trotzdem habe ich das gemacht. Ne? Aber das, wir haben Spaß gemacht mit diesem Projekt. Ja, also sowas macht ja auch immer Spaß, ne? Wenn man sich zusammen trifft und sagt, wir haben ja auch schon richtig viel zusammen gemacht. Das ist immer, immer witzig. Ne? Ja. Und man sieht deine Handschrift. Also deins ist echt, sticht ein bisschen raus, muss ich sagen. Das ist wieder ein cooles Layout, was du gemacht hast. Ja, danke. Also die Zuschauer können auch hier wieder voten für das schönste Nanoscape sozusagen. Ähnlich wie bei mir drüben mit der Wabikusa EM. Da warst du ja auch beteiligt. Ne? Da steht ja auch das dein habe ich Wabikusa. Auch ja. Wenn wir gerade so beim Thema sind, die Kids kriegen ja diese Wabikusa nächste Woche nach Hause. Hast du da noch Tipps für die Kids, wie die Wabikusa pflegen können? Für die Wabikusa, das ist am besten, wenn ich, kann ich zeigen? Ja, können wir zeigen. Muss Schatzi wir können nur ein bisschen übergehen. Ja, okay, dann gehen wir mal einmal mit rüber. Ja, Steven, jetzt sind wir vor der Wabikusa-Ausstellung, die ich gleich euch auch noch mal zeige. Das sind ja die Wabikusa, die die Kids gemacht haben, die wir jetzt aber gepflegt haben in der Zeit, bis die Aqua Expo stattfindet. Und du möchtest gerne noch ein paar Tipps für die Kids rübergeben. Übers Video. Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass die Kids ein bisschen ab und zu mit Wasser spulen oder so. Ich mache das jeden Tag oder manchmal 2-mal im Tag, wenn ich sehe, dass die Pflanze ein bisschen trocken ist. Ne? Mhm. Ich habe diese Pflanzen ausgewählt, dass
ich habe gedacht, das ist ein bisschen einfacher für die Kids ist, ja, zu pflegen. Das heißt, ich dachte zum Beispiel, diese Moos ist, braucht man gar nicht so viel schneiden oder gar, braucht man gar nicht schneiden. Ja. Und, im Gegensatz zu Mainz. Mainz musste man ein bisschen manchmal beischneiden, weil das sonst so rüberhängt. Halt. Ja, ja, das ist ein bisschen pflegen muss man schon. Ne? Und zum Beispiel, wie du siehst, wenn die zu groß wächst, dann die werden schon ein bisschen trocken werden. Aber also, ja, genau, das ist nicht je näher, das ist bei meinem nämlich auch gewesen, ganz oben auf der Wurzel hatte der Svartislav was draufgepflanzt und das ist ganz nah an der Lampe, das ist sofort vertrocknet. Ich habe da kannst du auch nichts hinmachen. Ja, ja, das, ich habe ein bisschen mehr Wasser reingetan. So ja, sehe ich, das ist, so, das ist so ein kleiner, wie so ein Mini-Wasserteil halt. Das ne? heißt, man sieht sofort, weil das Wasser sollte so viel bleiben, man sieht schon sofort, wenn das trocken ist, dann weiß man schon, dass man ein bisschen Spuren... Ja, ja, genau. Sollte. Dann das ist auch ein bisschen einfacher für die Kids. Definitiv. Du hast ja vorhin gesagt, man besprühen. Womit besprühst du die? Also ich habe Osmosewasser genommen. Ah, okay. Osmosewasser ist auf jeden Fall gut, aber ich habe einfach normale Leitungswasser. Mhm. Manchmal, wenn ich Bock habe, dann mache ich auch ein bisschen Dünger rein. Dünger, okay. Aber das muss man nicht, weil die bekommen schon genug Dünger von der Säure. Mhm. Aber ich habe trotzdem ein bisschen reingetan, aber nicht zu viel. Ich habe auch schon gesehen, dass ich, wenn ich zu oft Dünger rein gemacht habe, dann ist hier schon ein bisschen Fadenaugen. Ach so, und, okay. Deswegen, Algen hatte ich Gott sei Dank gar nicht. Gerne bist du beim nächsten Mal auch wieder dabei, freue ich mich. Ja, sehr gut. Ja, gut, Steven, dann vielen Dank. War ein schönes Projekt. Ja, auf jeden Fall. Habe ich Spaß gehabt, dann nächstes Mal machen wir wieder ja, gerne. Mehr Projekte. Sehr gerne. Vielen Dank. Hey, what's up, what's up, what's up, what's up.